Google lügt niemals. Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Hallo, so meine Lieben, da ja Google, für den noch einen, der weiß es ja nicht, ich wurde ja gehackt und da Google so lieb zu mir war, mir absolut nicht geholfen hat, will ich das ja auch mal zurückgeben. Ne? Also, Handy ohne Google-Thema. Wenn ihr versucht, ohne Google-Scheiße das eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel zu benutzen, erscheint hier, eBay-Kleinanzeigen wird nur ausgeführt, wenn du die Google Play-Dienste aktualisierst. Aha. Oh, jetzt werden bestimmt alle das machen, ne? Ne, ich hab's nicht gemacht. Da, Kleinanzeigen installiert wieder via APK. Das kann ich euch nochmal in die Beschreibung hauen. Und wie ihr gleich sehen werdet, oh, Kleinanzeigen geht. Ne, ich kann hier draufklicken. Irgendein Schalter oder irgendwas jetzt hier, ist ja egal. Jetzt klicken wir hier mal noch auf Nachrichten, damit ihr seht. Oh, scheiße, das ist meine E-Mail. So, das muss rausschneiden, meine E-Mail braucht ihr nie wissen. Nachrichten. Ich mache das jetzt einfach mal so hier, ne? Hier, ich habe nur eine Nachricht von heute, 15 Uhr, und die Idioten. Na gut, ich kann nicht sagen, hier eine kleine Katze. Und die Idioten schreiben immer noch, es geht nicht. Kleinanzeigen geht nicht, es geht nur, wenn ich das aktualisiere. Also ihr seht, es geht gar nicht. Also das ist der Drecksverein, Google. Die lügen nur. Das ist der Hammer. Die lügen, um an eure Daten hier ranzukommen, obwohl das kein Schwein braucht. Es gibt übrigens auch Handys ohne den ganzen Google-Mist, dass er nicht ausspioniert wird und eure Dinge hier für Werbezwecke missbraucht wird. Ne? Seitdem ich den Mist deaktiviert habe, der Akku hält viel länger von dem Akku, ihr kriegt auch keine bezogene Werbung mehr auf Facebook oder irgend so ein Scheiß. Das ist alles Google, Jungs. Ne? Schaltet den Müll ab. Ich kann es euch jedem empfehlen. Vielleicht erreicht das Video ja den einen oder anderen. Teilt es doch mal. Und ich hätte ein Anliegen, Jungs. Ich bin ja gehackt worden. Und mein YouTube-Kanal existiert noch. Google sagt, ja, wir können da nichts machen. Habe ich gesagt, naja, wer kann da dann was machen? Der Bäcker oder was? Na, egal. Auf jeden Fall, vielleicht gibt es ja einen Milliardär da draußen, den das Video erreicht. Digga, kannst du bitte Google kaufen und mir meinen Account wiedergeben, weil die kriegen das nicht geschissen, Digga. Ne? Ich würde dann nur positive Videos über dich machen. Tschüss.